Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ich sitze hier in meinem Mini Cooper S und das zum vielleicht letzten Mal, denn der Wagen ist verkauft, beziehungsweise ab morgen verkauft. Ja, ich habe ihn ja nicht so lange gehabt. Ich habe ihn im Mai, also Anfang Mai gekauft und bin ihn jetzt ein paar Monate gefahren. Der hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, aber ja, so ein bisschen wollte ich doch dauernd etwas mit Heckantrieb haben und zwei Autos, ja, das ist leider nicht drin. Und deswegen muss der Mini Cooper S leider weichen. Ich finde es unendlich schade, dass ich euch kein vernünftiges Tunnelvideo davor gezeigt habe. Also ich habe selbst nicht erwartet, dass der jetzt doch so schnell weggeht. Und ja, ich wollte eigentlich zusammen mit zwei Freunden, dass da quasi ein Auto neben mir im Tunnel fährt und einer dann aus dem Fenster hinten filmt und ich da vorbeifahre. Und ja, also es gibt wenig Autos, die da rankommen und in der Preisklasse vermutlich gar nichts. Also ohne zu übertreiben, der Sound im Tunnel ist krank. Ich weiß, es gibt einen Vlog, wo man das sieht, aber es ist dann doch was ganz anderes, wenn man das aus einem anderen Fahrzeug gefilmt hätte, beziehungsweise filmen würde. Und ja, was soll ich machen? Der Wagen verlässt mich jetzt und ich kann das nicht mehr machen. Das nächste Auto wird vermutlich auch gut klingen und auch Spaß machen, vielleicht sogar noch viel mehr Spaß. Aber rein vom Tunnelsound her, ja, werde ich den Mini Cooper schon auf jeden Fall vermissen. Nichtsdestotrotz wollte ich euch informieren, dass der hier weggeht. Und ja, quasi als kleines Abschiedsgeschenk hat mir der Wagen einen Pokal gebracht. Und zwar habe ich bei einem Tuning-Event in Teesdorf den ersten Platz beim Sound Contest gewonnen, beziehungsweise Exhaust Contest, weil es gab ja auch noch einen für Lautsprecher. Und da habe ich den ersten Platz bei den Autos unter 2 Liter Hubraum gewonnen. Ja, leider habe ich den Pokal hier nicht an neben mir. Hätte ich machen können. Aber ja, nichtsdestotrotz, immerhin kleine Erinnerung an den Wagen. Und ja, es wird was Neues kommen. Und ja, Autos kommen und gehen. Und wer weiß, was als nächstes kommt. Ciao.